Ja, Alex hat heute die Tops erreicht mit seinem Dark Lord Zodiac. Zeig mal her. Ja, also 40 Karten, Dark Lord. Ich fange direkt an. Zunächst mal, man spielt dreimal Finsterlord Ishell, dreimal Finsterlord Nastin und einmal Finsterlord Emdas. Kurz erklärt, die sagt, du wirfst sie und irgendeine Dark Lord Karte ab, um zwei Karten zu ziehen. Das ist die Tor in dem Deck. Den kannst du einfach special, indem du zwei andere Dark Lord Karten abwirfst. Und bei ihm kannst du ihn und irgendeine andere Dark Lord Karte abwerfen, um eine Dark Lord Karte vom Friedhof Dante hinzuzufügen. Zusätzlich haben alle diese drei den Effekt, dass sie den Effekt einer Dark Lord Zauber- oder Fallenkarte im Friedhof kopieren können für 1000 Life Points, um die Karte dann zurückzumischen. Ja, darauf werde ich hier noch ein bisschen eingehen. Dann des Weiteren spielt man dreimal Superbia. Der sagt, wenn er aus dem Friedhof Spezial beschworen wird, kannst du eine andere Fee einfach vom Friedhof Spezial beschwören. Und die Dark Lords sind alle Feen. Einmal den Cerato, der auch Level 8 ist. Sein Effekt ist, du kannst ein finsternes Monster abwerfen, um ja, das ganze Feld aufzuräumen. Den kannst du eben mit dem holen, seinen Effekt machen, Feld abräumen, in Rang 8 gehen zum Beispiel. Und dann noch zweimal den Finsterlord Uchwag. Falls er als normaler Spezialbeschwörung beschworen wird, sagt er, darf ich eine Finsterlord-Karte von meinem Deck auf den Friedhof legen, also wirklich Finsterlord-Karte, auch die Zauber- oder Fallenkarten. So, das sind die Finsterlord-Monster in diesem Deck. Dann spiele ich, es sieht ein bisschen random aus, aber dreimal die Schweifpeitsche. Einfach nur eine ganz kleine Zodiac-Engine, um die Drachzack-Hammerkorn-Kombo hinzulegen, weil man in diesem Deck eigentlich fast nie Normeln braucht und weil das einfach eigentlich immer sehr, sehr gut kam. Dann noch, da wir uns ja immer in einem Link-Format befinden, dreimal Gofu. Man will die Karte First Hand sehen. Es ist total OP. Es ist eine Einkarten-Kombo in den Deco-Talker. Einfach eine weitere Annullierung, ein starkes Monster, perfekte Synergie mit dem Deck. Der Gofu, wenn er mal tot kommt, dann verbannt man ihn mit Verlockung oder man schmeißt ihn irgendwie hier ab mit dem. Man schmeißt ihn ab, um den Effekt vom Cerato zu triggern. Das kann man auch machen. Auf jeden Fall sehr gute Karte in diesem Deck. Dann, weil man auch, wie gesagt, nicht unbedingt die Normal Summon braucht, kann man auch locker zweimal den Einbildungsunterwäldler spielen. Das ist einfach eine sehr mächtige Karte, auch heute beim Turnier einfach hingelegt, also Feld aufgebaut, den zum Ende hingelegt. Gegner hat gleich zusammengeschoben, konnte dann auch nichts mehr machen. Einfach sehr, sehr mächtige Karte. Und letztes Monster, Max C. Einzige Handshop in diesem Deck, kommt aber eben doch sehr gut und ist einfach eine starke, geradezu unfaire Karte. Dann zu den Zauberkarten. Man spielt die beiden Dark Lord Zauberkarten jeweils dreimal. Das ist die Verbannung der Finsterlords und der Finsterlord Kontakt. Diese sucht irgendeine Finsterlord-Karte und die beschwört ein Monster, also ein Finsterlord-Monster vom Friedhof. Es ist nicht zielend, was sehr gut ist, und üblicherweise kann man mit der eben in den gehen, gleich seinen Effekt aktivieren und weiter specialen. Zusätzlich, die Karten sagen zwar, man darf sie jeweils nur einmal pro Spielzug aktivieren, aber dadurch, dass man den Effekt mit den anderen Dark Lords kopieren kann, kann man diese Beschränkung verhindern. Auch wenn man sie aktiviert hat, kann man den Effekt trotzdem noch ein zweites Mal kopieren, sodass man eigentlich pro Spielzug beide Effekte locker zweimal eigentlich generieren kann in seinem Zug. Dann, das sieht jetzt auch ein bisschen random aus, zwei Zodiac-Sperrfeuer, weil ich das auf dreifach viel zu unkonstant fand und das kam eigentlich sehr, sehr gut. Also einfach eine kleine Engine aus fünf Zodiac-Karten, gelegentlich die eine wird nochmal verbannt oder abgerufen, aber auf jeden Fall sehr stark. Dann die Hauptziehkarte, dreimal Verlockung der Finsternis. Ich spiele 18 Targets für diese Karte, also fast die Hälfte des Decks, die kommen eigentlich nie tot und man kann dann in seine Hand wirklich damit effektiv entbricken. Dann die nächste Karte ist ein bisschen random, es ist nur eine einzige Entzahlungnahme. Erstens aus Platzgründen, zweitens, weil ich gar nicht so viele Ziele habe. Ich habe eigentlich nur vier Monster, die Stufe 8 sind, plus die Sucherkarte, also eigentlich sieben Ziele, wenn ich so will. Kam auch immer sehr gut, wenn man die einmal hat, dann kommt die auch fast nie tot. Und wenn man sie öfter zieht, dann zieht man sie nur nach. Und also es sieht komisch aus, aber es hat wirklich gut geklappt mit nur einem einzigen. Also kein Upstart? Nö, kein Upstart, aber dafür zweimal Topf der Begierde, um das Ganze abzugrenzen, und es tut auch echt nicht weh, diese 10 Karten zu verbannen, und es ist auch echt nicht tragisch, wenn man von irgendeiner Kopie mehrere verbannt, solange man nicht irgendwie von der wichtigsten Karte oder von den wichtigsten Karten alle drei Kopien verbannt ist, alles sehr irgendwie, also die kamen immer sehr gut. Ich habe heute nicht einmal mich über die 10 Karten, die ich verbannt habe, geärgert. Wichtiges plus 1 für dieses Deck. Und letzte Zauberkarte, sehen lasst, einfach weil es ein Staple für solche Spam-Decks ist und einfach, also kommt eigentlich immer sehr, sehr gut, auch wenn man eine andere Zauberkarte hat, die vom Hut führt, also sehr mächtig. So, dann nur drei Fallenkarten. Finsterlord Rebellion erstmal. Finsterlord Verzauberung.
Beide sagen, dass man als Kosten eine Finsterlord-Karte von der Hand oder vom Feld auf den Friedhof legt. Der Effekt ist, eine unzielende Karte zerstören und ein Monster vom Gegner unzielend übernehmen. Und die Idee ist natürlich, die Karte in den Friedhof zu bekommen und dann diese Effekte einfach mit den Monstern zu kopieren, ohne die Kosten zahlen zu müssen. Und ja, die letzte Karte aus dem Main Deck ist der ansteckende Ausrottungsvirus. Also die Karte hat mir auch wirklich Duelle gewonnen. Du bietest einen Finsternismonster mit 2500 oder mehr ATK-Tribut an, sagst Zauber oder Falle, guckst dir die Hand deines Gegners an und die Karten, die er die nächsten drei Züge lang zieht, und alle von den genannten Typen Karten werden zerstört. Also wirklich eine sehr mächtige Karte, die heute und auch gestern sehr gut kam. Dann noch zu dem Extra-Deck ganz kurz. Zwei Link-Spider und ein Dekotalker wegen der Goofy-Kombo. Die ganze Zodiac-Straße, ein Hammerkong, ein Eberbogen, eine Chakanin, ein Tigermörser, ein Board Bowl und zwei Drachzack. Ich werde das jetzt eigentlich nicht weiter erklären, weil die Idee ist einfach nur, man macht die ganze Straße und am Ende hat man einen Drachzack mit zwei Materialien liegen und einen Hammerkong mit einem Material, der aber nicht abhängen muss, weil sein Effekt annulliert ist. Und dann noch, um das ein bisschen abzurunden, zwei Rang 8er, die ich aktuell einfach für die besten halte. Nummer 38, der Zauberkarten annullieren kann, und der himmlische Drachenritter Felgrand, der ein Monster auf dem Spielfeld wählen kann, die Effekte des Monsters annullieren, aber dafür halt das Monster von allen Effekten unberührt machen kann. Kann man auf sich selbst machen, um sich zu beschützen oder um gegnerische Monster zu Das ist ein Schnelleffekt, klar. Achso, cool. Sehr mächtige, unterschätzte Karte kam beim Turnier eigentlich auch zum Einsatz und kam auch sehr gut. Und dann noch zum Schluss drei weitere Monster, die Nummer 81, Super Kanon, Super Panzer, Super Dora heißt der, glaube ich. 2000 Damage, ne? Nee, das ist der, der auch sich selbst oder eine Monster unberührt machen kann von Effekten. Einfach defensive Variante. Und die beiden Karten haben leider keine Plays gesehen, weder bei dem Turnier gestern noch heute, aber trotzdem, eigentlich habe ich gedacht, ziemlich starke Option, um einfach in den Rang 10er zu gehen. Aber kam jetzt nicht zum Einsatz. Könnte man überlegen, zu Karten vielleicht was anderes zu spielen. Abgesehen davon kann man aber eigentlich alles in diesem Deck ziemlich gut, und ich bin eigentlich recht zufrieden damit, wie es gerade läuft. Mhm. Ja, so viel dann. Extra Deck, ne? Achso, ja, Side Deck, ja, kann ich eigentlich auch noch zeigen. Also war ein bisschen in einigen Sachen random. Ich habe dreimal Kauz und Schlosswurm gemacht. Mhm. Ich wusste eben nicht so genau, was heute im Meta sein wird. Ich habe einfach so versucht, Standardkarten zu nehmen. Dann zweimal den Kaiju. Auch sehr gut, weil es ein Level 8 Monster ist. Ein zusätzliches Ziel für die Inzahlungnahme. Und ja, 2200 ist echt keine Höhe. Da kann man leicht überrennen. Dann gegen True Draco. Saphion, Herr der Zeit. Ein Level 10 Monster wohlgemerkt. Also mit der Chance, wenn man ihn verbraucht hat, auch nochmal in die Rang 10 XYs zu gehen. Der einfach sagt, also er kann genommen werden, wenn du keine Monster kontrollierst. Er kann nicht durch Kampf- oder Karteneffekte zerstört werden. Ich nehme keinen Schaden des Kämpfers, wenn diese Karte beteiligt ist. Und wenn er gekämpft hat, kann ich am Ende der Battle Phase seinen Effekt aktivieren, der besagt, dass alle Zauber- und Fallenkarten vom Gegner ins Deck gemischt werden. Gegen Backroot-lastige Decks oder gegen Decks wie True Draco sehr gut, um das Feld einfach einmal abzuräumen. Und dann noch zweimal Denko Sekka. Mhm. Wie gesagt, eine sehr gute Normal im Deck, wo man die Normal kaum verbraucht. Das waren die Monster. Dann noch Aigeki, zwei schwarze Löcher, klar, zwei Twin-Twister. Und die letzte Karte beim Side-Deck war der Deck-Verwüstungs-Virus, hat leider keine Plays gesehen. Die Idee davon war, dass wenn ich mal gegen Zodiac oder vielleicht auch gegen Windhexen Eidolon spielen sollte, die sagt, ich biete ein Monster mit 2000 oder mehr ATK, ein Finsternis-Monster mit 2000 oder mehr ATK als Tribut an. Auch hier schaue ich mir die Hand des Gegners an und alle Monster mit 1500 oder weniger ATK werden zerstört, auch drei Züge lang, und alles was er zieht. Ja, das war zum Side-Deck. Noch ein paar abschließende Worte? Natürlich mit freundlichen Grüßen an alle, die sich das Video angucken, an mein Team und natürlich an unsere Sponsoren, die Fantastische Welten und die E-Man Group, unsere Sponsoren. Ja, und damit bedanke und verabschiede ich mich. Alles klar, vielen Dank. Ciao.